Hallo ihr Lieben, und heute geht's um den Kommunismus wieder mal. Heute mit einer etwas genaueren Definition als beim letzten Mal nach Marx und Engels. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, kommen wir zu einer Definition des Kommunismus. Auf die Frage, was ist Kommunismus, hat Friedrich Engels geantwortet: Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats. Das ist schon mal ziemlich vage. Zusätzlich zu dieser extrem vagen Definition gibt es auch noch ein paar Punkte, die man sich aus dem Manifest der Kommunistischen Partei raussuchen kann. Das wären unter anderem halt, es gibt eine klassenlose Gesellschaft. Laut der Ideologie des Kommunismus gibt es im Kapitalismus eine Zweiklassengesellschaft. Die eine Klasse wäre die Bourgeoisie, die besitzende Klasse, also Fabrikbesitzer zum Beispiel. Das andere wären die Proletarier, heißt die besitzlose Klasse. Die besitzen kein Herstellungsmaterial, keine Maschinen, also Arbeiter. Ein zweiter Punkt wäre die Abschaffung des Privateigentums. Das heißt nicht, das wird zerstört, sondern das Eigentum an und für sich gehört der Gemeinschaft. Beziehungsweise dem Staat, je nachdem, welche Form des Kommunismus man benutzt. Ja, es gibt verschiedene Formen, dazu komme ich gleich noch. Dann wäre der dritte Punkt die Herrschaft des Proletariats. Laut Marx und Engels und Beobachtungen herrscht im Kapitalismus die Bourgeoisie. Das heißt, gut, zur damaligen Zeit muss man jetzt noch sagen, das war um 1848, das geschrieben wurde. Um die Zeit wurde in Deutschland von der preußischen Regierung die SPD verboten, weil sie gefährlich war und den Interessen der Herrschenden entgegenstand. Damals konnten wirklich nur Fabrikbesitzer und Adelige was reißen in der Politik. Heutzutage müssten die Konzerne halt bestechen, aber das kriegen die ja auch gut hin. Also, der dritte Punkt wäre die Herrschaft des Proletariats. Alle Entscheidungen werden von der Gemeinschaft getroffen, die halt aus den Arbeitern besteht, weil es halt keine Bourgeoisie mehr gibt. Der vierte Punkt, den man anführen kann, wären ein paar Grundregeln. Das wäre in meiner Ausgabe, die ist vom Nicole Verlag, oder Nicole, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nennt sich Manifest der Kommunistischen Partei, ist eine kommentierte Version. Das heißt, ich habe Vorworte aus der deutschen Ausgabe, zweimal aus der englischen, aus noch einer deutschen Ausgabe, aus polnischen und italienischen Ausgabe. Dann das Manifest selber und dahinter ein Frage-Antwort-Teil und Flugblätter. Ja, die Grundregeln, die ich meine, stehen in diesem Buch auf Seite 75. Das sind insgesamt 10 Regeln, die beinhalten halt ja, solche lustigen Sachen wie das Grundeigentum, das Grundprivateigentum wird abgeschafft, Zentralisierung von Krediten und Handel auf Nationalbanken und Staatsbanken, Zentralisierung des Transportwesens und so weiter. Das heißt, nicht nur das Eigentum der jeweiligen Person, sondern auch die Dienstleistung innerhalb der Gesellschaft wird zentralisiert. Jetzt nicht alle Dienstleistungen, es gibt nicht nur eine große Friseurmarke. Gut, könnte es auch geben, ist halt wieder Auslegungssache. Es wäre halt wichtig zu wissen, dass im Kommunismus es zentralisiert wird. Zu den Unterschieden zwischen Kommunismus und Kapitalismus komme ich im nächsten Video noch. Was ich jetzt halt versuche zu sagen, auch wenn es gerade 5:30 Uhr morgens ist und ich dieses Video gerade mache, weil ich nichts zu tun habe. Was ich versuche zu sagen ist, Kommunismus ist nicht böse. Also nochmal, die Grundlagen des Kommunismus
laut dem Manifest der Kommunistischen Partei. Es gibt eine klassenlose Gesellschaft, es gibt kein Privateigentum, weil das Eigentum allen gehört. Dazu zählt auch geistiges Eigentum. Das Proletariat herrscht und sorgt dafür damit, dass es der Bevölkerung besser geht. Und es gibt eine Handvoll Grundregeln, die zum Beispiel Zentralisierung von Dienstleistungen beinhalten und Abschaffung des Privateigentums und so weiter und so fort. Das Problem mit dieser Definition ist, wenn Wikipedia mich gerade nicht verarscht, Marx und Engels haben zum Beispiel eine Jäger- und Sammlerkultur wie bei den Höhlenmenschen als eine Art Urkommunismus bezeichnet. Wenn man drüber nachdenkt, ist das auch nicht falsch. Die Jäger gehen jagen und versorgen die Gruppe somit mit Fleisch. Die Sammler gehen sammeln, versorgen die Gruppe mit Beeren, Wurzeln, was weiß ich was. Und die Handwerker stellen neue Waffen her. Es fließt bei dem Tausch dabei kein Geld. Es gibt jetzt nicht irgendwie großartig, bis auf ein paar Eigentumsgegenstände, zum Beispiel bessere Felle für den Häuptling, gibt es da nicht großartig irgendwelches Privateigentum. Der Häuptling ist nicht irgendwie durch Erbrecht bestimmt, sondern nur temporär eingesetzt. Wenn der Häuptling Scheiße baut, dann wird er von der Gruppe verstoßen oder abgewählt. Ja, nachdem ich jetzt noch was gesagt habe über ein Zitat, über eine Aussage von Marx und Engels, möchte ich was über das praktische Umsetzen sagen. Viele Menschen sehen den Kommunismus als böse, weil die praktische Umsetzung wirklich schrecklich beschissen geworden ist. Das liegt daran, dass es nicht Kommunismus war. Das war, wenn überhaupt, Sozialismus für Vollidioten. Kommunismus hat laut Marx und Engels eine Art Herstellungszeit. Von der kapitalistischen Gesellschaft aus muss es eine Revolution geben, durch die es erstmal zum Sozialismus kommt. Ja, Sozialismus und Kommunismus sind verschiedene Sachen. Sozialismus benötigt einen Staat, Kommunismus nicht zwangsweise. Der Sozialismus würde dann halt zur Zentralisierung führen, wie es halt im Kommunismus vorausgesetzt wird. Und der Sozialismus würde halt durch eine Art Umerziehung, das klingt gerade irgendwie böser, als es eigentlich sein sollte. Also Sozialismus würde halt die Gesellschaft im positiven Sinne so weit verändern, dass, wie Marx und Engels glauben, das Böse, was durch den Kapitalismus gestreut würde, aus den Menschen der Köpfe verschwindet. Ich sehe das zwar anders, aber meine Meinung ist gerade nur zweitrangig. Also nochmal die Umsetzung. Die Umsetzungen waren halt schlecht, weil versucht wurde, direkt vom Kapitalismus in den Kommunismus zu wechseln. Und das geht gar nicht. Des Weiteren braucht man beim Kommunismus nicht zwangsläufig eine Regierung, die aber jedes Mal eingesetzt wurde und jedes Mal in seltsame Personenkulte ausgeartet ist. Jetzt mal nur so als Beispiel. Das Grab von Lenin kennen wir alle, wo er da im Glaskasten rumliegt. Es gibt aber noch viel krankere Sachen, zum Beispiel bei chinesischen Fluglinien. Wurde den Passagieren gesagt, sie brauchen sich nicht anschnallen, der große Mao fliegt mit uns. In Nordkorea, der erste Typ, der Kommunismus eingeführt hat, der Kim Jong irgendwas, ist nie offiziell gestorben. Laut der nordkoreanischen Regierung wurde er von goldenen Kranichen in die Berge getragen, um da 100 Jahre zu schlafen. Ihr merkt, das hat sehr kranke Auswüchse und hat wenig mit der Urmaterie zu tun. Also, nochmal zurück zum Thema, bevor ich hier komplett abschweife. Was ich versuche zu sagen ist, Kommunismus zu definieren ist sehr schwierig, weil es halt eine sehr schwammige Definition in dem Sinne ist. Es ist definierbar, aber die Definitionen können von Person zu Person abweichen. Ich berufe mich jetzt hierbei auf das Manifest der Kommunistischen Partei, so rum. Laut diesem Manifest gibt es im Kommunismus eine klassenlose Gesellschaft.
Es gibt kein Privateigentum, weil das Eigentum allen gehört. Es gibt eine Herrschaft des Proletariats, das heißt, die Bürger regieren selber. Das war für die damalige Zeit wirklich revolutionär. Und es gibt eine Handvoll Grundregeln, wie zum Beispiel die Zentralisierung des Transportwesens und des Kreditwesens. Es gibt Nationalfabriken, das ganze Zeug. Das heißt, im Grunde, es ist eine Herrschaft des Volkes, in dem das Volk, in dem alles dem Volk gehört. Das ist, glaube ich, eine Zusammensetzung in einem Satz. Eine Herrschaft des Volkes, in dem alles dem Volk gehört. Das wäre im Grunde Kommunismus. Und viel genauer kann man es nicht definieren, weil es halt verschiedenste Formen des Kommunismus gibt, weil es halt eher eine philosophische Grundlehre ist, als wirklich etwas, woran man sich buchstabengetreu halten muss, weil es halt, das Buch ist 150 Jahre alt. 160 mittlerweile sogar schon. Das ist nicht mehr aktuell. Die Regierung, auf die sich berufen wurde, damals war vollkommen anders. Die Zeit war eine andere. Damals wurden wirklich so gut wie alle Zeitungen zensiert. Sobald da irgendwas stand von wegen mehr Lohn für Arbeiter. Die Gesellschaft war eine komplett andere. Man hatte teilweise noch dieses mittelalterliche Ständesystem in Deutschland. Auch wenn es etwas abgewandelt wurde, der Klerus und die Adligen standen immer noch über dem normalen Arbeiter. Also es war wirklich eine komplett andere Zeit, auf die sich dieses Buch beruft. Die Grundideen sind nicht falsch, aber die Umsetzung müsste heutzutage wahrscheinlich etwas abgeändert werden, als sie hier in diesem Buch buchstabengetreu aufgeschrieben wurde. Ja, das war's von mir. Gruß aus dem Norden. Ciao.